Deswegen musste Cortison jetzt auf die Schnelle her. Und es war genau zu dem Zeitpunkt, wo sie ihren Mega-Entwicklungsschub durchgemacht hat. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Update. Wir haben heute den 6. Lebensmonats-Update. Juhu! Naila ist ja jetzt ein bisschen über 6 Monate alt und deswegen wollte ich euch ein bisschen updaten, was hier bei uns gerade abgeht. Und natürlich, ihr habt ja auch am Titel erkannt, es geht heute primär um das Thema Neurodermitis oder Babyekzeme. Und da will ich euch ein bisschen über unsere Erfahrungen erzählen. Also wir sind noch mittendrin, also bleibt doch gerne dran, wenn euch das Thema interessiert. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem Baby-Update. Ich muss mal gucken, hier ist ein Fleck, weil Naila gerade gegessen hat. Ja, zum Thema Essen ist nämlich gerade so, dass Naila mit der Beikost angefangen hat, schon so vor 2, ja, 3 Wochen. Sie ist eine sehr interessierte und neugierige Esserin. Aufgrund ihrer Hautprobleme habe ich auf Möhre zurzeit verzichtet. Die habe ich ihr ja nur zweimal zum Lutschen gegeben, zu ganz am Anfang, bis ich dann nochmal mit mehreren Leuten drüber gesprochen hatte. Möhre soll wohl hochallergen sein und deswegen streichen wir Möhre erst einmal von unserem Speiseplan. Wir haben mit ganz einfachen Sachen experimentiert, wie zum Beispiel Pastinake, also gekocht, gar gekochte Pastinake, die mag sie sehr gerne. Die muss richtig weich sein, sonst ist sie so hölzern, ne? Süßkartoffel hatte sie paar Mal und wenn wir tatsächlich draußen irgendwie unterwegs waren und ich nichts dabei hatte, habe ich einfach aus dem Supermarkt am Wochenende jetzt beispielsweise eine Avocado gekauft, eine essreife Avocado, und die hat sie dann zermampft. Die mag sie auch sehr gerne. Also ich achte schon darauf, dass das weiche Sachen sind, die sie zu essen bekommt. Also es ist kein Brei, was ich hier gebe, ne? Das sind so weiche, matschige Sachen. Und manchmal matscht sie auch mit ihren Händen selber. Ich finde das ganz wichtig. Das habe ich bei Noah genauso gemacht, dass sie auch mit Händen und Füßen sozusagen dabei sind und mit all ihren Sinnen essen können. Das ist ja ein Riesenerlebnis, ein Sinneserlebnis für die kleinen Mäuse. Und so werden die auch viel selbstständiger beim Essen. Das habe ich bei Noah ja beobachtet, dass er dann einfach, dass er super schnell dann mit anderen Sachen gegessen hat und Fingerfood und so weiter. Und das wird bei Madame wahrscheinlich ähnlich sein. Dann hat sie eine Zeit lang kein Kaka gemacht und dann hatte ich mir natürlich Gedanken gemacht, dass es bloß nicht zu einer Verstopfung kommen könnte, wegen auch der Süßkartoffel und so. Zucchini ist ja sehr wässrig, das geht ja noch. Pastinake, ja, so lala. Deswegen habe ich ihr noch Birne mit Pastinake zusammen gemischt und manchmal auch als Brei so gegeben, zum Mittag, wenn es so schnell gehen musste, hat sie auch so ein bisschen Brei genommen. Aber sie mag es tatsächlich lieber, vielleicht weil sie es nicht anders kennt oder kannte, festere Sachen zu lutschen und da selber zu kauen. Sie kann das ja schon richtig gut. Deswegen machen wir das so. Ich werde auch nicht jedes Mal Birne geben, sondern immer nur phasenweise, wenn ich merke, dass die Kaka wieder weicher werden muss oder sie wieder nicht Kaka gemacht hat. Ist ja sowieso unregelmäßig, wenn festes Essen im Spiel ist. Und deswegen mache ich mir da jetzt keinen Stress. Also der Stuhl war super. Also ich bin an sich nicht ganz so streng dieses Mal mit den Essensplänen. Also eine Woche dies, eine Woche das und das noch hinzufügen. Dennoch gucke ich schon drauf, wegen ihrer Haut und wegen Allergie, dass ich zum Beispiel auf Weizen verzichte. Momentan sind wir eh noch nicht bei Getreide angekommen, aber ich würde zum Beispiel auf Weizen verzichten. Kuhmilch sowieso und kein Ei. Keine tierischen Eiweiße zurzeit, keine tierischen Produkte. Auch ich bin vegan, aber dazu kommen wir später. Und wie meine Erfahrungen dazu sind, kann ich ja auch noch mal erzählen. Leider ist gerade hier so ein bisschen experimentierfreudig. So, Mäuschen ist jetzt in der Babybjörn Wippe und sie mag es wippen. Ja, was als nächster Punkt haben wir die größten Veränderungen in Nailas jetzigen Monatsabschnitt. Sie robbt. Ja, jedes Baby ist anders. Macht euch keinen Stress, ja. Alle machen das nach ihrem Tempo und früher oder später werden sie alle laufen und uns davonlaufen. Und dann fängt der ganze Stress erst richtig an. Deswegen kein Stress, Leute, wenn eure Mäuse da ein bisschen fauler sind. Ja, Naila ist eine ziemlich flotte Biene, würde ich sagen. Sie guckt sich alles sehr genau bei ihrem großen Bruder ab und ist auch immer sehr schwer begeistert, wenn er in der Nähe ist. Also sie macht auch echt Wippen. Sie macht dann auch quietschende Geräusche, wenn er in der Nähe ist.
Und er mag das auch, wenn sie auf ihn reagiert, also noch immer. Ich bin sehr happy darüber, über deren Beziehung zueinander. Die sind sehr verliebt ineinander. Es ist richtig schön. Nochmal zurück zur Flottenbiene. Die ist pünktlich zum 6. Monat gerobbt und macht auch schon so ein paar Bewegungen, wo ich denke, hey Mädchen, eine Spur ruhiger, weil sie macht schon so langsam den Vierfüßler. Und möchte loskrabbeln, glaube ich. Also sie macht so froschschenkelmäßig wie so ein Frosch. Und dann, die grinst eigentlich immer nur, wenn sie ausgeschlafen ist, dann ist sie happy. Sie legt sich auch schon so zur Seite. Also sie möchte so wie so ein Gott, der mit den Trauben, das habe ich damals auch schon bei Noah gesagt, so zur Seite. Und dann ist ja der nächste Schritt, dass die sich hinsetzen. Und das war bei Noah um den 8. Lebensmonat herum. Und ja, ich bin gespannt, wie das bei Nyla wird. Jetzt ist ja November, also wir steuern auf den 7. Lebensmonat zu, was jetzt für Veränderungen kommen. Aber sie ist super fix im Robben. Man muss auch jetzt echt aufpassen, was man auf dem Boden liegen lässt. Gerade Noah mit seinem Lego, da muss man echt aufpassen. Oder diese Mini-Playmobil-Teilchen, da habe ich echt Bammel vor. Und deswegen kommen die immer schön in außer Reichweite. Eine weitere große Veränderung ist diese, dass sie nicht mehr so ängstlich wirkt. Also sie hat ja immer ganz oft in neuen Umgebungen oder bei neuen fremden Leuten sofort angefangen zu weinen. Es war alles mal viel zu wild für dich, Kleines. Sie guckt mich ganz süß an. Das war auch immer so bedrohlich, habe ich immer das Gefühl gehabt. Und jetzt hat sich alles irgendwie viel mehr vereinfacht und hat sich ins Positive gewandelt. Sie ist so viel neugieriger, offen, anderen Menschen gegenüber, lächelt andere Menschen an. Manchmal starrt sie auch nur, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn die Leute in der Bahn sie so anstarren. Ja, sie hat immer noch blaue Augen und deswegen so ein asiatisches Baby mit blauen Augen sieht man halt auch nicht oft, denke ich mal. Und hat keine Probleme mehr, sich anzupassen, sag ich mal. Sie ist super entspannt, Gott sei Dank. Ich überlege jetzt schon, in welche Babykurse ich gehen könnte, aber vielleicht auch nicht. Also es ist mir dann auch zu viel mit meinem ganzen Terminplan, den ich hier so habe. Die Nächte sind ja auch nicht so toll. Guter Übergang, ne? Jetzt kommen wir nämlich zu den Nächten. Die sind ja schon beim letzten Monat nicht so gut gewesen, aber jetzt haben wir auch noch das i-Tüpfelchen erreicht. Nyla ist nachts eine Stunde wach. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt. Sie probiert dann ihre neuen Fähigkeiten aus, robbt rückwärts im Bett herum. Also das ist super, super anstrengend für mich, denn ich finde natürlich dann auch keinen Schlaf mehr und bin dann halt mit einem Auge immer dabei. Nyla. Und ich still sie dann ziemlich oft, weil ich immer die Hoffnung habe, dass sie beim Stillen einschläft. Aber Pustekuchen, die ist total aktiv. Die möchte dann nicht mehr schlafen. Irgendwann schläft sie dann Gott sei Dank von alleine wieder ein. Da denkst du, okay, eine Stunde war sie jetzt wach, da will sie länger schlafen. Aber das auch nicht. Sie möchte dann um 6 oder 7 wie was machen, ne? Und wir trinken jetzt mal eine Runde, Nyla. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur Haut. Das ist nämlich das größte Problem, was wir haben. Ich hatte es ja letztes Mal schon angesprochen. Das ist jetzt eigentlich, das kommt jetzt nicht von ungefähr. Erkläre euch das jetzt mal chronologisch, wie es so ablief. Vielleicht wissen es die einen oder anderen ja. Sie hatte so um die 3 Wochen, als sie noch ein Säugling war, ganz krass Babyakne. Und diese Babyakne hat sich irgendwie, die hat auch schon genässt, also ihre Klamotten waren auch teilweise so ein bisschen gelblich an den Halsstellen. Also sie hatte es im Gesicht ganz krass und an den Augenbrauen. Und sie hatte auch am Kopf Kopfgneis. Also es war kein Milchstoff, es hat nicht gejuckt, aber ich habe den Kopfgneis dann immer so weggekratzt mit einem Kamm. Ich weiß, das sollte man nicht tun, aber mir juckt es dann in den Fingern irgendwie. Ja, das war so Säuglingsalter. Als sie dann 4, 5 Monate alt war, haben sich die ersten Ekzeme gezeigt. Also Babyakne war dann wieder weg, komplett weg, auch im Gesicht alles wieder weg. 4., 5. Monat hatte sie dann ganz krass im Gesicht was und auf beiden Wangen. Und dann habe ich das natürlich auch im ganzen Körper wahrgenommen. Auch schon im 3. Lebensmonat habe ich das gesehen. Da waren wir nämlich auf Mallorca. Da hatte sie an
ihrer Hüfte schon diese große, große Stelle. Und da hatte die Ärztin gesagt, ja, die ist eine ganz empfindliche, hat eine trockene Haut und da müssen sie schon drauf achten. Hat uns dann so eine Olivencreme gegeben, mit der habe ich sie dann eingecremt. Und als es dann aber schlimmer wurde, habe ich dann von ihr anthroposophische Cremes bekommen, so von Walla und viel Leder, irgendwelche Fettsalben mit Wollwachs. Und da sollte ich auch mit Heilwolle arbeiten. Habe ich alles gemacht, aber es wurde nicht besser. Ich habe das dann komplett weggelassen, weil meine Freundin dann meinte, ja, also ihre Kleine, die Neurodermitis hat, die hat dann auf Wolle nicht gut reagiert. Also auch inklusive Wollwachs in den Salben. Wolle-Seide-Sachen weggelassen, so um den 5. Monat herum. Den Höhepunkt haben wir erreicht, als wir mehrere Cremes ausprobiert hatten. Nach den Wollwachscremes kam dann noch eine andere anthroposophische Creme dazu, die so ein bisschen wie Cortison wirkte, aber es hat alles irgendwie alles nicht besser gemacht. Ich will nicht sagen verschlimmert, das hat es nicht, es war ja schon schlimm. Und dann habe ich noch Euboss-Creme genutzt, Nachtruhe mit Nachtkerzenöl, irgendwie sowas, gegen den Juckreiz, dachte ich. Und ich habe auch schwarzen Tee auf ihre Stellen gegeben, weil sie sich so gekratzt hat, auch in der Nacht. Und auch im Gesicht, dann hatte sie auf einmal so Ekzeme an den Augenlidern, es wurde alles super schlimm. Da bin ich ja zum Hautarzt gerannt und ich habe mich extrem aufgeregt. Ich glaube nicht, dass ich es beim letzten Update genannt habe oder gesagt habe, wie es beim Hautarzt war. Das war nämlich richtig krass. 2 Stunden habe ich gewartet, ja. 2 Stunden. In der Akutsprechstunde. Wohlgemerkt. Kam die Dame raus. 8 Minuten habe ich ihre Sprechstunde bekommen. 8 Minuten nur, ja. Und in diesen 8 Minuten hat sie Naila kurz angeguckt, im Gesicht so, ach ja, sieht diese roten Flecken. Ich so, Moment mal, ich zeige Ihnen nochmal andere Stellen im ganzen Körper. Also musste ich den Body, habe ich von alleine aufmachen müssen, weil sie gar nicht danach gefragt hat. Habe ich den Body aufgemacht und hat dann ihr gezeigt, was für große rote Ekzeme sie hat. Und dann sagte sie, was sind diese roten Ekzeme? Ich schreibe ihr mal eine antibiotische Creme auf. Und Cortison. Nee, hat sie es noch nicht mal so genannt. Ich so, was ist das denn? Ist das jetzt Antibiotika, Cortison? Ja, Antibiotika und Cortison. Ich so, aber das möchte ich doch gar nicht geben. Also haben Sie nicht eine Alternative? Oder können Sie mir sagen, was ich jetzt essen soll oder nicht essen soll? Oder was sie essen soll? Das war überhaupt gar kein Thema bei ihr. Sie so, nee, Sie können essen, was Sie wollen. Und die Kleine auch. Punkt. Und dann ist sie gegangen. Ciao. Und dann bin ich zur Apotheke, dann habe ich die Rezepte eingelöst und dann stand da drin, bei der antibiotischen Creme, dass es für 2-Jährige ist. Für 2-Jährige eine antibiotische Creme für ein 6 Monate altes Baby. Also ich verstehe das nicht. Ich habe mich so aufgeregt, Leute. Ich habe mich so aufgeregt. Ihr habt es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Da habe ich sogar eine Story, eine Riesen-Story noch drumherum gemacht. Und es haben mir auch ganz, ganz viele Leute geschrieben, also ihre Erfahrungen geschildert und mir ganz, ganz, ganz viele Tipps gegeben. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Wirklich. Es gibt ja so viele Sachen, die bei den einen helfen und bei den anderen nicht. Am Ende des Tages war ich noch mehr überfordert, weil es einfach zu viele Salben auf einmal waren und ich wusste überhaupt nicht mehr, was zu tun ist. 1000 Dank, ne, für eure Kommentare. Ganz, ganz, ganz lieb. Und ich habe auch extra eine Story noch gemacht, wo ihr reinklicken könnt auf Instagram, auch wenn ihr nicht auf Instagram angemeldet seid. Ich verlinke euch das mal. Dann könnt ihr das nämlich anklicken und sehen, was bei den anderen Leuten geholfen hat. Die haben mir ja reingeschrieben, die Namen der ganzen Salben und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr mal reinschauen, falls ihr selber noch ein bisschen ratlos seid oder... So, und am Ende des Tages haben wir uns dann doch für Cortison entschieden, weil Naila einfach geschrien hat, als ich sie eingecremt habe. Morgens und abends. Das war zu viel. Sie hatte richtige Schmerzen, hatte ich das Gefühl. Es hat gebrannt, gejuckt. Deswegen musste Cortison jetzt auf die Schnelle her. Und es war genau zu dem Zeitpunkt, wo sie ihren mega Entwicklungsschub durchgemacht hat. Deswegen glaube ich, dass das ein Zusammenhang ist. Und vielleicht hat die Karotte in dem Zusammenspiel auch noch etwas ausgelöst. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es schon viel besser. Ihre Flecken, natürlich ist Cortison an dieser Stelle nur... Cortison an dieser Stelle ist keine Dauerlösung, ja? Ich habe es jetzt nur genommen, weil es nicht mehr ging und ihr so wehgetan hat. Aber unsere Ärztin meinte, Cortison müssen wir länger nehmen. Es ist nicht nur eine Woche, eine Sache von einer Woche, wie die Hautärztin ja meinte. Nein, meine Kinderärztin sagte, ja, das sind schon 5 Wochen, die man durchgehend die Creme nutzen muss. Und in der Zeit wirken keine homöopathischen Mittel mehr.
Deswegen, ja, ich habe mich jetzt damit abgefunden und werde das jetzt die nächsten Wochen weitermachen. Wir sind ja schon 2,5 Wochen dabei. Ich weiß um die Nebenwirkungen. Ich werde jetzt demnächst versuchen, einen Allergietest mit ihr zu machen. Einfach herausfinden, gerade zum Thema Beikost, wie die Lage um sie herum ist, was sie verträgt und was sie nicht verträgt. Bin gerade vegan, weil ich ja stille und gucken möchte, was jetzt Ursache ist von dem Ganzen. Cortison hilft ja nur lokal, aber es ist ja nicht Ursachenbekämpfung. Ja, morgen haben wir die U5, da werde ich das nochmal besprechen mit der Ärztin. Des Weiteren hat mir meine Hebamme noch ein probiotisches Mittel empfohlen für Babys. Also gerade ich und mein Baby müssen probiotische Mittel nehmen, aber ich nutze ja schon Darmbakterien die ganze Zeit. Deswegen bin ich so ein bisschen irritiert, was das Ganze betrifft. Und auch ratlos. Also ich werde gucken, wie die nächsten Wochen so sind. Was mir noch einfällt gerade, sind Sachen, auf die ich gerade verzichte in der Ernährung. Jetzt nicht nur tierische Eiweiße, sondern auch Tomaten, Tomatensauce, Zitrusfrüchte, Kaffee nehme ich nicht, aber davon wollte ich eh wegkommen, also schon mal super. Denn schwarzer Tee hält mich viel, viel besser und länger wach. Das ist für mich einfach besser. Weizen versuche ich auch zu meiden, also ja, Pizza ist das schwierig. Dinkel schon, sieht schon wieder anders aus. So wenig Zucker wie möglich. Ne? Soja sollte man auch ein bisschen gucken. Aber ja, es ist ja eine never-ending story. Deswegen muss ich unbedingt diesen Allergietest erstmal machen. Die letzten 2 Wochen sind die Ekzeme einfach weggegangen. Also super, super Ergebnis. Die Stellen sind allerdings weiß geworden. Vielleicht kennt ihr das ja. Ich bin mir sicher, das wird sich noch ändern. Wir haben aber auch jetzt wieder eine rote Stelle gefunden. Ein Ekzem an ihrem Bein. Trotz Cortison, das macht mir so ein bisschen Sorge. Das werde ich morgen beim Arzt ansprechen und mal gucken, was sie sagt. Ich hoffe auf Besserung, auf baldige Besserung. Und ihr könnt mir trotzdem gerne immer weiterschreiben, was euch geholfen hat. Gerne unten in die Kommentare einfach, dass die anderen Menschen das sehen und vielleicht auch Hilfe finden. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war mal ein ganz anderes Baby-Update ohne Fragen, Antworten dieses Mal. Bis zum nächsten Mal und für euch alle da draußen, die auch am selben Problem leiden, gute Besserung und gutes Durchhaltevermögen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.